Sie haben also die Dinosaurier kommen und gehen sehen. Sie haben uns Menschen kommen sehen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden sie uns wieder gehen sehen. Biopioniere. Mein Name ist Ralf Reski. Ich bin an der Universität Freiburg Professor für Pflanzenbiotechnologie und ich arbeite mit Moosen. Eigentlich wollte ich Lehrer werden, noch davor wollte ich Journalist werden, aber meine Staatsexamensarbeit habe ich in der Genetik in Hamburg geschrieben. Und was mich faszinierte, war, dass sie damals schon in ganz kleinen Behältnissen wuchsen, kontrolliert, ohne Gewächshaus. Und das ganze Thema hat mich so fasziniert, dass ich eine Doktorarbeit gemacht habe und dann bin ich halt lieber Wissenschaftler geworden als Lehrer. Also die Hauptgruppe der Pflanzen, der Landpflanzen, sind die Blütenpflanzen und das ist das, was wir generell mit Pflanzen assoziieren. Die zweitgrößte Pflanzengruppe sind die Moose und dazu gehören Laubmoose, Lebermoose, Hornmoose. Einer der Unterschiede ist, dass sie in der Regel eben nur einen Chromosomensatz haben, also haploid sind, und dass sie sehr ursprünglich sind. Das heißt, vor ungefähr 500 Millionen Jahren haben die ersten Wasserpflanzen das Land besiedelt und diese Pflanzen sahen schon ungefähr so aus wie Moose. Also es sind Pionierpflanzen. Wenn Neuerde oder Fels irgendwie besiedelt wird, kommen zuerst Algen und Flechten und dann schon kommen die Moose. Also ich habe ehrlich gesagt nie einen Moosbestimmungskurs an der Uni genommen und deswegen bin ich umso dankbarer für Kollegen wie zum Beispiel Volker, der wirklich eine breite Formkenntnis über die Moose hat und da kann ich eine ganze Menge von lernen. Moose sind sehr widerstandsfähig, viele sind auch trockenresistent, die werden dann braun, sehen unscheinbar aus, sobald Regen kommt, erwachen sie wieder zum Leben. Und die übliche Frage, die an mich eher gestellt ist, wie kriege ich das Moos aus meinem Rasen? Das Moos, das ich als erstes bearbeitet habe und das im Prinzip heute das Modellmoos weltweit ist, ist das kleine Blasenmützenmoos Physcometrella patens. Und das hat zwei Gestalten oder drei Gestalten. Das eine ist eben ein fädiger Vorkeim. Das kann man sich vorstellen wie ein grünes Geflecht aus Zellen. Und das ist das, was wir im Bioreaktor wachsen lassen. Diese Zellen sind sehr regenerationsfähig. Das heißt, wir können einen Klon erstellen und es ist genetisch identisches Material in allen Reaktoren, die wir haben. Und zum einen benutzen wir das, um zu untersuchen, welche Gene für bestimmte biochemische Stoffwechselwege verantwortlich sind. Also zum Beispiel ist interessant, dass unser Moos, das Physcometrella, 35.000 Gene hat, die für Proteine kodieren und das ist ungefähr 10.000 mehr, als wir Menschen haben. Es kratzt so ein bisschen an dem Selbstverständnis des Menschen als Krönung der Schöpfung, dass ein Moos, das kein Gehirn und keine Blüten hat, eben 10.000 Gene mehr hat. Und die Frage ist, was machen die eigentlich? Ich hatte relativ früh die Idee, ob das nicht sozusagen dann ein menschliches Protein produzieren könnte unter kontrollierten Bedingungen und dann sozusagen ein Medikament für den Menschen sein könnte. Das war damals noch eine völlig spinnerte Idee. Und da sind wir die ersten Schritte gegangen, überhaupt eine genetische Veränderung zu machen, dann ein menschliches Protein darin zu machen. Und inzwischen ist daraus eine Firma geworden, die ich vor 20 Jahren gegründet habe. Das erste Protein, das sozusagen durch die klinische Phase kam, das im Moos hergestellt war, war Alpha-Galactosidase. Das Moos muss nicht nur das Protein selbst herstellen, sondern an den richtigen Stellen in diesem Protein auch Zuckerstrukturen anbauen. Und zwar möglichst so wie im Menschen. Wir reden dann von einer Humanisierung des Mooses. Und über einen weiteren genetischen Trick kriegen wir die Moose dazu, diese Proteine in das Medium abzugeben. Das Medium ist viel einfacher als tierische Zellen, aber sie brauchen Licht und sie müssen einen Gasaustausch machen. Deswegen müssen wir auch schütteln. Dieses Schütteln, diese eigenartige Bewegung führt dazu, dass die Moose Gasaustausch machen können und besser wachsen können. Wenn wir jetzt große Reaktoren machen, wie in dem Fall, würde ein 500 Liter fassender Plastiksack da reingehängt werden. Brauchen wir eine helle Beleuchtung von außen, die möglichst tief in den Reaktor hineingeht, weil natürlich idealerweise alle Moosprotonen Licht kriegen müssen. Das heißt, es ist immer eine Balance, dass man
viel Licht von außen reintut, aber die Moose, die außen dran schwimmt, natürlich nicht verbrennt. Wir müssen bei der Aufreinigung das Moos nicht zerstören. Das heißt, es ist viel einfacher, das Protein aufzureinigen. Und die Qualität und die Reinheit, die im Moos produziert wird, ist aus meiner Sicht in aller Regel deutlich besser, als was aus tierischen Zellen kommt. Die Moose sehen zwar eigentlich ja klein und unscheinbar aus, aber sie sind wahre Alleskönner. Torfmoose sind wichtig, weil sie Moore machen. Und Moore sind wichtig, weil sie sehr viel Kohlendioxid speichern. Moore werden abgetorft und das führt, wie gesagt, zu ökologischen Schäden. Und die Idee ist sozusagen, diese Torfmoose im Bioreaktor anzuziehen. Und das ist das, was wir machen, um sogenanntes Aussaatmaterial zu haben, um abgetorfte Torfflächen wieder zu begrünen und die bei uns im Bioreaktor gewachsenen Moose dort wachsen zu lassen und das dann als Substrat zu nehmen. Das eine ist, dass wirklich dieser Gedanke, auch Moose wissenschaftlich zu erforschen, noch breiter wird. Das wünsche ich mir. Und das andere ist, ich würde gerne sehen, dass wir im Moos produzierte Medikamente wirklich im Patienten haben, dass die wirklich Leuten das Leben retten und helfen. Und das wäre ganz hervorragend. Aber die Firma und wir arbeiten dran.